Ein Weltwunder aus Eis. Beim Festival Snow and Ice in der belgischen Stadt Brügge sind Sehenswürdigkeiten aus der ganzen Welt zu bestaunen, allesamt in Eis gehauen. Und nicht nur die Kunstwerke beeindrucken die Besucher, auch die frostigen minus 6 Grad Celsius, die in der Ausstellung herrschen. Ich vertreffe froh. Es ist sehr kalt. Mir ist so kalt, dass mir das Reden schwerfällt. Aber es ist magisch. Wie auf einem anderen Planeten. Wir finden es toll. Großartig. Grandios. Eindrucksvoll. Wir kommen jedes Jahr. 30 Bildhauer aus der ganzen Welt haben die Stücke für diese besondere Ausstellung geschaffen. In einem riesigen Kühlhaus als Atelier haben sie 700 Tonnen Eis und Kunstschnee geschnitten, behauen und poliert. Wir beginnen mit großen Eisblöcken. Zuerst nehmen wir Motorsägen, dann Schwingschleifer, Heckenscheren und sogar Bügeleisen. Alle diese Dinge werden kombiniert, um die Details in den Eisblöcken zu gestalten. Zwei Meter hoch und mehr als 2 Tonnen schwer sind die größten Skulpturen. Bewundert werden können sie noch bis zum 16. Januar. Dann schmilzt hier in Brügge endgültig das Eis.